Vielleicht noch ein wichtiger Ausspruch von Professor Hockerts, der also die großen Experten, mit denen wir gerade eng in Kontakt sind wegen des Kongresses, die sprechen immer wieder das Thema Angst an. Die Angst schwächt das Immunsystem. Die Angst verwirrt uns Menschen. Die Verwirrung ist dann so groß zuweilen, dass Entscheidungen nicht mehr klar getroffen werden. Wenn klare Entscheidungen nicht mehr getroffen werden können, gerät das Leben so langsam aus den Fugen. Und das scheint offenbar das zu sein, was das System unbedingt will, um die Menschen klein zu bekommen. Und genau dagegen stellen wir uns hier mit aller Kraft, mit aller Kühnheit, übrigens auch mit herausfordernder Freude, weil wir werden sehen, wer das Lichtschwert in fester Hand hält. An dem wird das Dunkel zerschellen und wir gucken dabei zu. Ihr könnt es glauben, geht auf diesen sicheren Weg. Heute bin ich fast beschwörend. Nein, das ist schon okay so, weil das ist auch keine Schadenfreude, von der wir hier reden, gegenüber denen, die das vermeintlich alles steuern und gar nicht wissen, welches Karma sie sich aufladen und was sie erwartet. Ich glaube, wenn die meisten das verstehen würden, wie die Naturgesetze laufen, keiner möchte mit diesen Leuten dort oben tauschen, ob sie Harari oder Schwab oder Bill Gates heißen. Ich glaube, keiner möchte mit denen tauschen, mit Sicherheit nicht. Und entscheidend ist, dass es sich um eine optimistische Freude handelt, und zwar deshalb, weil das Licht stärker als das Dunkel ist. Und das ist keine Beschwörung, sondern das ergibt sich aus den Naturgesetzen. Und das kann ich auch sagen mit einem, ich sage mal, ausgeprägten physikalischen Sachverstand, dass ich diese Zusammenhänge, nämlich der Schöpfungsstruktur, aus der Physik heraus in Verbindung mit der geistigen Welt, die gehört... Wollen Sie mehr Gewinn für Ihre Firma? Die Gewinnblitz-Fallstudie enthüllt, wie ein einfacher Ansatz einem Unternehmen zu unglaublichem Erfolg verhalf. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen und sofort ansehen. Unmittelbar miteinander zusammen. Und wenn wir nämlich Geist und Verstand wieder in einen Einklang bringen, also das Gegenteil von dem, was Herr Dr. Nehls herausgefunden hat, was man plant, nämlich das Stammhirn, den geistigen Teil, noch mehr einzudampfen, das ist ganz wesentlich. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, in der Botschaft, im Lichte der Wahrheit von Abdruschin, werden genau diese wirklichen Strukturen der Gesetze der Natur dargestellt. Man liest das nicht wie ein Roman, sondern man studiert dieses Werk. Das heißt, man soll auch nicht jeden Tag dann, viele sagen, ich kann gar kein Kapitel lesen jeden Tag beispielsweise, braucht man auch nicht. Vielleicht braucht man sogar nur einen Absatz lesen, vielleicht sogar nur einen Satz und den dann im Kopf hin und her bewegen und im Einklang mit der Seele auch zu durchleben. Und wenn diese Empfindungsebene dadurch sich wieder aufbaut, das feinste und exakteste Messinstrument, was wir auch in der Wissenschaft haben, nämlich die Empfindung, ist ein Messinstrument, hochexakt. Wenn wir das wieder lernen, sind wir in der Lage, plötzlich die Welt wieder mit einem ganz anderen Weitwinkel, Perspektive, Fokus, es wird alles wieder gesund. Wie ein Auge, was ich beobachte, wenn die Pupille sich erweitert und zusammenzieht, dieses unglaubliche Wunderwerk der Natur, allein ein Auge ist ja schon unfassbar zu erklären, zu erkennen. Genauso können wir uns wieder fokussieren, dass wir mit der gesamten Seele wie eine Pupille uns erweitern, zusammensetzen, mit ihr spielen und das Weltgeschehen ganz anders begreifen können. Du, Andreas. Ja. Wir haben hier noch ein paar Themen. Entschuldige, ich bin gerade so im Fluss. Ihr müsstet ihn sehen, die Augen strahlen. Und das ist auch tatsächlich das, was uns hier immer wieder erbaut und aufbaut, die Beschäftigung mit den Naturgesetzen. So, jetzt geht's weiter. Also wir sind immer noch, hängen noch immer in der ersten Bildmeldung fest, nämlich was wird alles noch betroffen sein von diesen Bahnstreiks, den sechstägigen, im Bereich Chemie, durch diesen Streik drohen auch dort Lieferverzögerungen, Produktionsausfälle und das in ganz vielen Industrien unterschiedlichster Art. Zum Beispiel in der Biotechnik, bei Autos wieder mal, in der Medizin, bei Lebensmitteln, in der Hygiene, in Solar und so weiter. Auch der Bereich Kohle, also die DB Cargo, versorgt deutsche Kraftwerke pro Woche mit rund 50 Steinkohlezügen.
Ein längerer Streik behindert mittelfristig die Lagerhaltung und die Folgen sind Lieferverzögerungen und Probleme in der Brennstoffversorgung. Was das genau heißt, wisst ihr. Dann im Bereich Mineralöl, die Raffinerien wie in Leuna, Schwedt, die sind angewiesen auf die Schienentransporte. Und dazu kommt, dass in Streikzeiten mehr Menschen auf Bus und auf Auto umsteigen und das hat wiederum zur Folge mehr Spritnachfrage und demzufolge könnten wir vor leeren Zapfsäulen stehen. Auch die Post ist betroffen, denn wöchentlich fahren 52 Paketzüge und ein Zug ist im Durchschnitt mit rund 100.000 Paketen beladen, die bei einem Streik nicht rechtzeitig ihre Empfänger erreichen. Insgesamt fahren wöchentlich in Deutschland 20.000 Güterzüge, 60% davon ins europäische Ausland. Und ein solcher Zug ersetzt ungefähr 52 Lastwagen. Ja, und das heißt natürlich, wenn auch diese Züge mit dem Ausland verbunden sind, dann trifft natürlich der Streik der GDL auch die europäischen Nachbarländer und wird die ohnehin schlechte Konjunktur einfach weiterhin abwürgen. Eine CDU-Politikerin, Frau Konnemann, die sagt, 6 der 10 europäischen Frachtkorridore verlaufen durch Deutschland. Heißt, die anderen Länder werden mit in Mitleidenschaft gezogen. Und in der Tagesschau wird zitiert, der Konjunkturchef des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Grömmling, der sagt, dass der Streik eben diese Wirtschaft jetzt teuer zu stehen kommt. Er nennt die Zahl pro Tag 100 Millionen Euro verliert Deutschland an Wirtschaftsleistung. Und bei der nun angekündigten Streikdauer von 6 Tagen stiegen die Kosten nicht mehr linear, sondern multiplizierten sich teils. Und er spricht eben auch von 1 Milliarde Euro Schaden pro Tag. So, da fällt mir einfach so ein bisschen ein, wie mein Vater immer sagte, wer nicht hören will, muss fühlen. Wir erleben jetzt etwas Gewaltiges. Die Preise werden sich natürlich dann durchschlagen auf den Verbraucher. Dann wird es viele Produkte, Medikamente und so weiter eventuell nicht mehr geben. Und dann werden die Menschen vielleicht endlich wieder verstehen, anstatt sich auf irgendwelchen Demonstrationen abrichten zu lassen, indem die Regierung selbst zu Demonstrationen aufruft, wie im schlimmsten Sozialismus, wie es je gewesen ist, bei untergehenden sozialistischen Systemen. Und genau dann werden die Leute nämlich irgendwann in Schwierigkeiten kommen. Sie haben es nicht mehr warm, bekommen kein Diesel oder kein Benzin mehr. Sie haben die Situation, dass sie kein Essen oder Trinken mehr bekommen und so weiter und werden eingeschränkt sein oder verlieren ihren Arbeitsplatz. Das schmerzt. Und ich habe festgestellt, die Menschen erkennen leider erst dann, worum es hinausgeht. Ich meine nicht die Menschen, sondern viele Menschen natürlich nur, um dann im Prinzip tatsächlich ihren Fokus auf die wesentlichen Dinge zu schieben. Und das ist eben halt nicht eine rechtsextreme Diskussion, die hier stattfindet. Ja, es ist eine Beerdigungsmusik für die deutsche Industrie und Wirtschaft, die wir hier abspielen müssen, leider. Und offenbar muss es noch viel heftiger kommen, bevor vereinzelt die Menschen begreifen, um was es hier eigentlich geht. Wir haben am Montag, wir haben auch vergangenen Freitag über die Abwanderung der Industrie, der großen Firmen gesprochen, Standortschließungen, Personalabbau in Tausender- und Zehntausenderzahlen, Bosch, Bayer, BASF, Miele, Mercedes und so weiter. Kinder, wobei schauen wir hier eigentlich zu und warum schauen so viele immer noch zu? Wussten Sie, dass die EU ein zentrales Vermögensregister plant und damit einen massiven Angriff auf unsere Vermögenswerte startet? Die Ausschreibung dazu wurde bereits am 16.07.2021 veröffentlicht. Das Projekt ist also bereits gestartet. Und das Brisante dabei ist, dass praktisch alle Vermögenswerte erfasst werden sollen. Also nicht nur Spareinlagen, Investmentfonds, direkte Aktienbeteiligungen und Immobilien, sondern auch Gold und Exoten wie Kunst und Kryptowährung. Warum macht die EU das? Klar, die offizielle Begründung lautet, und das ist der Klassiker, Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung.
Tatsächlich geht es wie so oft um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass die Regierungen in der EU an einer Quelle direktes, gebündeltes und punktgenaues Wissen bekommen, wer von welchem Vermögen wie viel wo besitzt. Warum sollten die Regierungen das wissen wollen? Böse Zungen könnten behaupten, dass sie auf dieses Vermögen zugreifen können. Der Ausschreibungstext sagt explizit, dass dieses Vermögensregister in eine künftige politische Initiative einfließen soll. Und damit wird sehr viel Gestaltungsspielraum gelassen für die Politik, um sich Zugriff auf ihre Vermögenswerte zu verschaffen. Warum sollte das denn wichtig sein, werden Sie sich vielleicht fragen. Nun, es gibt eine Partei in Deutschland, deren Farben sehr an eine Wiese oder einen Wald erinnern. Und die sehen in ihrem Wahlprogramm die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer auf die Substanz vor. Also nicht nur auf Einnahmen, die sie jährlich generieren, sondern auf alle Vermögenswerte, welche sie besitzen. Und genau dieser Kreis dieser Vermögenswerte soll durch dieses Vermögensregister erweitert werden. Und sollte das durchgehen, und ich befürchte, früher oder später wird so etwas oder etwas Ähnliches durchgehen, können sich ausrechnen, welche Gefahr das für ihr Vermögen bedeuten kann. Und das ist noch lange, lange nicht alles. Mein Name ist Alexander Streeb und ich bin seit über 30 Jahren Unternehmer. Ich war professionell in der Finanzwirtschaft und da in der Vermögensverwaltung tätig. Und in dieser Zeit habe ich viele Gefahren kennengelernt, die unser Vermögen bedrohen. Und dieses Vermögensregister ist eine der aktuellen Gefahren. Wenn Sie jetzt wissen wollen, welche Gefahren es noch gibt und vor allem, was man dagegen tun kann, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Es gibt eine Lösung und die hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun. Nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währung oder Krypto. Es ist ein echter Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich schützt. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Wir sehen uns in Kürze. Bis bald, Ihr Alexander Streeb.